Ja, moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, mit mir spielt die Mathilde und wir sind Hallo. in Grounded. Wir sind uns ein paar Meter, haben uns bewegt, haben hier kurz was getrunken und denken jetzt hier einen schönen geeigneten Bauplatz gefunden genau. zu haben. Bevor wir das machen, möchten wir euch noch gerne zeigen, wie macht man das denn, dass man an sauberes Wasser kommt. Heinrich ist nämlich aufgefallen, dass an so manchen Grasbäumen oben so ein schöner Tautropfen ist. Und wie kommt man an den dran? Man gibt sich zum Beispiel seine Axt und haut einmal gegen das Dings und dann fallen die Tautropfen runter und Hast dann den sollte gefunden? Man. Ja, ich laufe gerade hinterher. Das ist nicht so bad. Und dann kann man das trinken. Weil ich brauche auch noch mal einen. Ja. Wenn wir einen finden. So. Kann natürlich ein bisschen gefährlich sein, könnte ich mir vorstellen. Ah, hier sehe ich einen. Hier sehe ich einen. Oh ja. Genau. Plopp. Ah, ich da see. Läuft. Don't even need to boil it. Danke. So, genau. Wir wollten hier Häuschen bauen. Das heißt, wir hauen jetzt erstmal was kaputt. Ja. In der Hoffnung, dass hier uns keine Ameisen überwachen. Es ist dunkel bei mir. Kann man Axt tragen und... Ja, kann man. Baumfeld! Ich bin mal so mutig und plan mal das Gebäude. Oder du machst das. Mach du mal. Nee, mach du. Okay, dann mach ich hier eins. Zwei. Ich mach die drei. Eins. Wie kann ich. Ups, das war. Ich habe jetzt einen Speer weggeschmissen. Eins. Zwei. Lang. Denk dran, wir brauchen auch eine Tür, ne? Ja. Und dann brauche ich jetzt eine Tür. Door. Base Construct. Zack. Ich hole mal meinen Speer ganz kurz. Wo ist die Tür? Ich habe eine gebaut. Wo ist die Tür? Ich sehe hier nur Wände. Hier, warte mal. Hier, ich sehe ich sie. Hier. Und? Dann baue ich mal ein Campfire oder so. Ja, den können wir draußen bauen, oder? Ja, nur dass wir hier irgendwie was Dauerhaftes haben, wo wir Licht sozusagen haben. Also ich würde sagen, trotzdem Camp... So ein Roasting-Bit, da brauche ich noch zwei von diesen Steinchen. What do we have lurking around out here? Irgendwas ist hinter mir. Ach du Scheiße, Marienkäfer voraus! Lauf, Heinrich! Ich weiß nicht, wie kann man diese Scheißviecher weglocken? Der geht an unserem Gebäude vorbei, das ist schon mal gut. Das ist gut, der geht an unser Gebäude vorbei. Das ist gut, wenn er nicht versucht, das Gebäude... Aber der ist gerade neben unser Haus, dann gehe ich auf die andere Seite. Wir keinen Stress mit Mr. Marienkäfer haben. Oh nein. Ach, requires workbench. Und wie gefällt dir das Spiel so bisher? Ach, bis jetzt gefällt es mir eigentlich tatsächlich ganz gut. Oh, ich brauche Zap. Ich finde auch die Idee ganz geil eigentlich. Mhm. Wo kriege ich Zap her? Zap. Das brauche ich, um eine Workbench zu bauen. Warte mal ganz kurz. Was habe ich denn hier? Ich habe Zap. Das ist, müsste nicht, das müsste an so Ästen sein. Kann ich das einfach rausschmeißen? Wahrscheinlich. Manage. Inspect. Trash on stash. Stack. Drop. Okay. Drop. Und drop. Die Dinger sind das. Die sind so an Ästen dran gewesen.
Dann brauche ich jetzt nur noch drei Grasplanken. Dann kann ich eine Workbench bauen. Oh, wir haben doch schon fast hier fertig. Ah, hier brauchen wir hier Wetstem. Was? Würde ich sagen, dass wir das machen, bevor die Türen zu sind. Ups. Ich hab's irgendwie runtergeworfen. Es wird schon hell. Geht das schon ohne Licht? Ja, es geht schon ohne Licht. Ich hätte mal Bier in den Kühlschrank stellen sollen. Wir haben eine Workbench. Super. Aber wir können wirklich gerade nur Türen und Wände bauen, ne? Mhm. Hey, geht zurück. So. Ah doch, man kann ein Zelt bauen, man kann einen Korb bauen. Ja, ich muss so ein Lean-To soll ich bauen. Lean-To ist ein Zelt oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Dafür brauche ich Sprick und Überraschung, oh doch, ich komme raus. Wir brauchen irgendwie so Holzdinger. Ja. Für die das sind für die Zelte hier. Dann haben wir das ja gleich erledigt. Ja, ich brauche aber noch Spricks. Ja, die brauche ich auch, wo immer die sind. Sprick. Und wir müssten dann nächstes auch mal was essen. Oh, ja. Darum dein Grill. Nee, Ameise. Ameise hat aber was ich brauche. Ich greife diese Ameise an. Ich helfe dir. Sie ist fast tot. Juhu! Worker. Ich habe sie auseinandergenommen. Wie geil! Ey, wir haben Kleidungsstücke gelernt. Geil. Der Endhelm sieht aus wie ein Samurai-Helm. Samurai, ja, Samurai. Warte, da vorne liegt was. Das sieht interessant aus. Ah, Honigtau. Und hier sind Spricks, juhu. Spricks für alle und nicht für Heinrich. Doch, da. Nee, ist Fiber. Oh, verdammt, ich brauche auch Spricks. Was bist du denn überhaupt, du Laus? Ah, da ist ein Sprick. One. Wo bist du? Ich hab dich getötet, wo bist du? Wie verfickt man noch mehr Spricks haben? Ich glaube, wir sollten mal unserem Zuhause irgendwie eine Lampe oder so aufstellen. Ich war ziemlich gerade schon da, damit wir das wiederfinden. Ah, diese Spricks sind irgendwie Mangelware. Oh, Marienkäfer. Hier ist ein Sprick. Ich komme zu dir, da ist Marienkäfer. Ich habe ihn schon geerntet, aber da sehe ich noch. Ah, ich habe sie auch geerntet, ich muss hier weg. Da kommt Mr. Marienkäfer, wo ist unser Haus? Da, wo ich bin. Gut. was wollte ich denn bauen? Das Zelt. Ach, Sepp. Ach ja, genau, das wollte ich ja auch bauen. Ja, einfach nur, dass ich das fertig habe. Da könnten wir schlafen, aber... Kann es auch sein lassen. Ja, das ist vielleicht gut, um sich zu erholen, wenn man Aua hat und so. Aua, WW. Genau. Was kannst du mit der Workbench machen? Ah. Group Height. Dann braucht man eine Schaufel. Height ist doch bestimmt irgendwie Matsch oder so. Ah, Endkopf. Ameisenkopf. And Endparts. Ob man die Ameisen auch zerhacken muss? Wahrscheinlich. Schade, die hat sich schon weggelöst, die Ameise. Gut. Ah, ich möchte aber immer noch so eine hier, wie heißt es gleich? Hier so Beat Steam brauchen wir noch. Nee, wir sollten erstmal das Camp Lagerfeuer machen. Und zwar hungern wir.
Ja, ach, Sprick brauche ich noch 2 Stück. Gut. Dann haben wir das ja gleich. Und ich bin mal gespannt, was wir alles grillen können. 1 Sprick, Clover, Sprick, Sprick. Ah, Ameise. Bist du alleine? Ich komme, dann machen wir die Ameise platt. Die Ameise hat gerade mit irgendwas gekämpft. Bleib hier! Nicht, dass die Verwandte holt. Ja. Axt. Ich habe einmal, wenn ich sie getötet habe, was rausgeholt, aber das war's. Die hat unterwegs noch was verloren. Oh, warte mal, hier ist Weed. Weed? Ah, da brauche ich ein besseres Tool für. Gras. Holz. Das Weed? Nein, nicht so ein Weed. Was hat die denn... Ah, hier. Weevil Nose. Was ist denn dieses Weevil? Ich wusste mal, was das war. Oh, mein Englisch ist so eingerostet. Oh, da ist sauberes Wasser. So eine saubere Kugel, die trinke ich jetzt nochmal aus. No water filtration tablets needed. Oh, ist jetzt nochmal unser Haus. Das suche ich nämlich auch gerade. Da ist es. Da ist es. Ich hab's. Ich bin am Haus. Was wollte ich? Ich wollte so ein Feuer. Drin oder draußen? Draußen. Bitteschön. Guck. Hast du Raw Meat, das man da reinpacken kann? Nee, ich habe gehofft, man hat doch so viel von diesem Mietfuss, was immer das ist. Von diesen Milben da. Schade. Das ist so Wolle sozusagen. Ach, Wolle. Ich dachte, das wäre Fleisch. Nee, scheiße. Ich habe auch nur Ameisenteile, aber kein Fleisch. Ich habe nur Pilze. Fuck. Aber vielleicht finden wir jetzt, wenn das Feuer anbleibt, halt, dann muss ich Pilze essen. Grundnahrungsmittel sind Pilze. Wenn wir euch hier Lieder singen, dann wisst ihr Bescheid, es liegt an den Pilzen. Aber die Pilze machen nicht ganz satt, ne? Nee. Vielleicht sollten wir was jagen. Ja. Ah, Raw Gnaw Meat zum Beispiel. Meat von der Gnat. Aha. Was können wir denn noch für Tools machen? Ja, einen Bogen. Ein Bogen wäre, glaube ich, wichtig. Da brauchen wir von diesen Gnats, also von diesen Viechern, die so nervig angesummt ja, kommen, ich brauchen wir 4-mal Fusselzeug von denen. Dann lass uns die nochmal sammeln. Die waren ja an dieser Maschine immer, da sind sie rumgeflattert. Ja. I guess I thought I did. Ah, ich will noch mal irgendwo gucken, ob hier irgendwie ein Tautröpfchen für mich ist. Oder vielleicht auch so ein Tropfen aus der Energy-Drinkdose. Ja, ich suche mal mit. Vielleicht zu zweit suchen wir es immer schneller. Ja. Tautropfen sind bestimmt vor allem. Ja, ich hab was. Ich hab was. Sehe gleich 2 Tropfen. Bist du da, wo ich stehe. Ah. Ich trinke den einen jetzt nicht weg. Ich bin da fast voll. So, ich bin jetzt auch voll. So, dann gehen wir da mal zu der Mystery-Maschine. Genau, vielleicht sind diese Scheißviecher wieder da. Kann man diese Baupläne wieder wegmachen? Die nerven. Keine Ahnung. Eckxen? Ah, mit X. Oh, das nervt. So, aber hier haben wir noch ganz viel Grashalme, falls wir das bauen müssen. Ja, die können wir mitnehmen. Ich will gleich mal gucken, was passiert, wenn ich versuche, so einen Fliegenpilz umzuhauen. Mit der Axt. Das können wir gerne. Oh. Rückzug. Ich gehe auf die Mitte von dem Ding gerade. Ja, wir haben voll im Wanderweg dieser scheiß Ameisen gebaut. Kein Wunder. Wir können da hinten zurück. Wir können zurück. Wir müssen Kacke finden oder sowas, ne? Nee, lass uns hier weghauen.
folge dir. Ich folge dir, furchtloser Anführer. Geh immer mal so einen Pilz umhauen. Ich will auch mal wissen, was da passiert. Ja. Hau jetzt mal so einen Pilz um. Geht gar nicht. Nee. Wir können uns ja mal auf den Weg vom zum Dings. Ameise! Eine? Ich brauche Ameisenteile, aber die rennt weg. Ja, da ist eine. Ah, die hat was gefunden. Schnell. Ich hab 4 Parts. Und hier war noch auch nicht Honig irgendwas. Oh, Honigtau. Wir können uns ja auf dem Weg da zu dem Dings machen. Zu der Kamera? Nee, nicht zur Kamera, sondern hier zu zum zur Eiche. Oh, so. Oh, Spinne da, Spinne. Oh. Die sieht aus wie bei Conan, die ist die hauen wir aber nicht so schnell um, da gehen wir nicht lang. Nee, ich meine mich auch zu erinnern, mal gehört zu haben, dass man die Spinnen lieber in Ruhe lassen sollte. Echt? Wo ist denn der Oak Tree? Also zumindest am Anfang sind die wohl sehr tödlich. Ich schätze mal, das ist da dieses lange unten Ding. Oak Tree, das lange unten Ding. Das ist ein Tree, ja. Das wird doch wahrscheinlich. Ach, da sehen wir ja. Das sehen wir ja, wenn man da nach oben schaut. Dann gehen wir doch mal einfach mal in die Richtung. Ne? Vielleicht finden wir da ja neue Sachen zu. Na, ich höre die Katze aus dem Wald und hoffentlich weckt die Katze jetzt nicht. Ihr müsst wissen, der Heinrich und die Mathilde waren die Tage einkaufen quasi und wir haben eine Papiertüte auf dem Tisch liegen lassen. Und diese Papiertüte liebt jetzt unsere Katze. Oh, wo kommt man denn hier hoch? Warte mal ganz kurz. Ist ja cool. Warte, ich komme mit. Will auch gucken. Ah, hier ist Sepp dran, was man auch nochmal braucht. Oh, hier ist auch Sepp. Boah, hier kommt man echt hoch. Kann man ducken? Nee, hier komme ich nicht weiter. Na, das wird hier so Dings sein. Oh, gehalten. Ich bin auf den Stein gefallen. Ich, hier, wie heißt das Zeug gleich? Harz oder sowas. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja gut, da muss man nur geradezu. Oh, da sind, hier. Klee, guck mal, der Klee blüht. Hier ist es Klee und der blüht. Ich will mal so einen blühenden Klee umhauen. Gibt's da was Besonderes? Schade. Ich überlege gerade, was ist denn V? Auf unserem Ding haben wir irgendwas mit V. Es wird Powerschlag. Ach so, es ist so für die Konsole. So ein Button, wo du halt hier die ganzen Essenssachen und die wichtigsten Sachen auf einmal. Ameise hinter dir. Stopp! Nächste Ameise. Die will ich zacken. Nee, du musst meistens nur mit E drauf drücken. Okay. Dann nimmst du dir die Teile irgendwie raus. Okay, habe ich ja. Zerhacken musstest du sie noch nicht. Ich hoffe, wir finden uns da zu Hause wieder. Ich hoffe, wir finden mal was zu essen. Oh, verlassener Ameisenhügel. Du meinst, das ist eine gute Idee? Da steht verlassener Ameisenhügel. Da ist ein Rüsselkäfer oder so. Mal den töten. Da unten. Da ist auch eine Höhle. Ja, ich habe Meat. Dann lass uns nochmal suchen und gucken, ob wir da vielleicht noch mehr von finden. Und dann rennen wir nach Hause und essen erstmal was. Das mit diesen Lausviechern. Hehe, hab sie. Effet Meat. Gut. Suchen wir einfach noch zwei. Ah, Eicheln. Kann man die zerhacken? Oh, hier, da brauchen wir einen Hammer. Da ist was unter der Erde. Ich vermute, das sind Würmer irgendwie. Ihhh.
Dafür brauchen wir auch ein Tool. Das ist ja eklig. Würmer lecker. Aber wenn wir schon mal hier sind, untersuchen wir hier den Oak Tree. Da unten lang. Oh, hier kann man was nehmen. Oh, Ahornschalen. Ich nehme die einfach mal mit. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ah, da drin ist Spinne. Und raus. Gut, Spinnen wollen wir erstmal nicht. Nee. Da vorne ist Rosengarten. Wir kommen der Stelle, die so blinkt weiter. Was ist das Rote da überhaupt? Das ist irgendwie das Feuer, das wir untersuchen sollen. Nee, das hier. Ah. Ah, es wird Erz sein, was man abbauen kann. Erz sei schon Harz. Ja. Ah, hier sind wir ganz nah von diesem Leuchtezeug. Oh, da sehe ich auch noch was anderes gerade. Da ist irgendwie noch so ein rosa Getränk. Ja. Oh, da ist das Haus. Gartenzaun. Eine Scheune sehe ich voraus links. Das Haus wird zum Nachbarn gehören. Ist das ein See? Kann man dann auch ein Boot bauen? Cool wär's. Ja, es sieht nach einem Gartenteich aus. Hier sind noch andere Pilze. Was machen wir jetzt hier? Das hier untersuchen. Ah, hier ist eine Tür. Passig für uns gebaut. Und hier ist ein Labor. Das ist aber natürlich sparsam gebaut. Wenn man so ein Labor unterirdisch baut. Ich weiß nicht, ob wir das schon machen sollten. Ich habe keine Ahnung, wir gucken mal. Geometric shapes in that pink thing. They can't be real. Ich habe ein BTU mitgenommen. This looks like nerd paradise. You call? Ah, hier ist ein Schalter. Ja, drücken wir einfach irgendwelche Schalter. Ja, macht da schon was. Wir müssen bestimmt in einer Reihe sein, ne? Oh, da alle an. Siehst du? Alles gedrückt geht schon mal. Hm. Es leuchtet und grün. Grün heißt gut. Hier ist noch eine Tür. Oh, 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 da ist ein Sicherheitsbot. Halb tot. Hilfe! Ich helfe dir. Thanks for saving me. Wo ist er? Seine Beute gehört mir. Er ist weg. Cool. Noch mit Tasten. Data Link. Analyze. Okay. Geh mal dahin. Lass mal dahin gehen, wo da das Ausrufezeichen ist. Oh, Hell ist auch hier. Toll. Das beruhigt mich so gar nicht. We can fix this. Komm, Burgle. Thanks for the helping hand. Oh. I am Burgle. Acting Science Manager for this project. I am also a robot. Cool. I am sure this all must be very Der sieht aus wie... You, I can ja, ich weiß, was du meinst. Kommt der Name aber nicht. TikTok. Musst du an Wall-E denken.
Nein, ich muss an TikTok denken aus dem einen Film hier, nicht das Zauberland, Hafteland, sondern das der zweite Teil. Okay, moving on. The batteries here are completely drained, so we'll need to charge them up. In the meantime, I'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever questions you might have. Okay. Hello there. Acting Science Manager Burgle at your service. Hier ist noch was. What would you like to know about? Is there anything else I can help? Have a great day. Da, ich komme. Was ist das denn? Das weiß ich nicht. Es leuchtet. Man kann nicht mit interagieren. I find it a wonder that the Burgle Mark IVs never caught on. I believe them to be far superior to the Mark IIIs. Na, das ist zum Ausgang. Ja, ich habe das gefunden. Ich wollte es dem Burgle noch mal geben. Oh, hier können wir was analysieren. Was gibt's denn zum Analysieren? Wir können zum Beispiel die Ententeile analysieren. Die Enten? Du meinst die Ameisenteile? Ich will auch mal analysieren. Immer analysierst du. Ja, okay, dann analysier du und Katze, lauf mir nicht auf der Tastatur rum. Ich darf analysieren. Juhu! Was kann ich mit dieser Nuss Ahornschale machen? Howdy, it's good to see you again. Howdy! Oh! Panzerung können wir machen. Und Kisten. Das ist cool. Mach mal damit. No, there is no foe. You look like you still have questions. As acting science manager, I am happy. It is definitely not. I'm afraid I cannot give you a more helpful explanation. What I can say is that we observed it to be a byproduct of the experimentation process. Anything more than that, as acting science manager, you look like you still have. Ja, du hast bei ihm noch was gelernt? Du hast einen Stuhl gelernt. Is there anything else I can help you? Having exponentially great. So, jetzt muss ich aber langsam raus und was trinken. Oh, ja, ich auch. Du hast für alles fertig analysiert? Ja, wir haben keine Punkte mehr. So, jetzt irgendwie raus und was zu trinken suchen. Im Zweifelsfall das schlechte Wasser da vom See trinken. Nee, war ja nicht noch irgendein Getränk? Stimmt, ja. Ah, hier diesen Fuseltypen da. Rüssel, Käfer. So. Dann haben wir zumindest was zu essen. Das können wir uns gleich zu Hause machen. Und hier muss... Ah, ich seh's. Da ist ein Getränk. Ich seh's auch. Das ist aber meins. Das ist ein Tropfen. Ah, ich bin aus... Es war ein ganz großer. Kannst davon noch mehr trinken. Ich glaube, der hat mich auch ein bisschen satt gemacht. So ein bisschen, ja. Also ist das Essen nicht so wichtig, aber... Ja. Also wichtig, ich muss trotzdem was essen, aber... Wo war denn unsere Hütte? Tja. Scheiße. Hier ist ein Dreieck. Nee, ist der Entel. Wir waren in der Nähe... vom Tropic Puncho, also wir müssen irgendwie... Ja, einfach zu Tropic Puncho irgendwie. Ja, also irgendwie in die Richtung vom Haus. Nee, warte, hier sind die Rosen. Warte, für irgendwas brauchten wir Dornen, deswegen will ich mir hier gerade nochmal die Rosen anschauen. Oh, hier sind Rosenblätter. Und... Spinne hinterher, Spinne, Spinne. Da am Zaun, unten. Da, die bewachen hier den Eingang, können dahinter ist ein Holzding. Lass da mal lieber weg. Ja. Lass sie mal lieber weg. Was ist das denn hier?
Welp Flavor Drink. Hallo? Irgendwie nichts drin, ne? Yes, I can go inside this can. Your parents must be very proud. Doch, hier ein Tropfen ist am Rand, aber ich brauche jetzt nichts trinken. Ja, könnte man sich zur Not verstecken, ne? Cool. Coole Hülle. Das ist jetzt dieser Baum. Müssen wir irgendwie weiter nach da? Ah. Ja, man ist hier doch richtig mit Überleben beschäftigt. Ich glaube, wir kriegen im Großen und Ganzen in die richtige Richtung. Ja, das glaube ich auch. Was sagt die Time? 18:10, das heißt, es geht bald wieder die Sonne unter. Das hätte ich dir jetzt auch so sagen können. Ja, okay, danke. Weil man kann auch einfach zum Himmel gucken. Nee, muss ich auch hochgucken. Sieht deine Gesundheitsanzeige? Die sieht irgendwie ganz niedrig aus, wenn ich dich anvisiere. Deine auch. Müssen wir wohl irgendwie mal hier... Oh, ich sehe auch. Die ist auch ganz unten. Ah, links ist Energy und rechts der rote Balken ist Leben. Vielleicht sollten wir mal schlafen. Aber ich kann hier Fiber Bandage kann ich machen. Oft. Ah, schon mal nicht schlecht. So, jetzt habe ich mich verbunden. Eyepatch. Ah, wo bist du, Heinrich? Also ich würde gerne vor Dunkelheit nochmal... Ah, wir sind vielleicht zu weit gelaufen, ne? Ja, wir sind hier auf jeden Fall in der Nähe von diesem Energy Drink. Ja, ich bin schon beim Energy Drink. Wir waren, glaube ich, dahinter, oder? Irgendwie hier in der Nähe waren wir auf jeden Fall. Ah, hab's. Direkt dahinter waren wir. Ich guck gleich mal, ob wir das irgendwie auf der Karte markieren können. Woher weiß man, wann das gut ist? Keine Ahnung. Ah, der ist roast. Wenn er geroast ist, kann ich ihn bestimmt essen. Ameisen hinter dir! Danke! Ja, ich habe ein Endhead! Ich auch. Lockt das vielleicht die Scheißviecher an? Ahornschau. Hm. Ich habe mir auf jeden Fall einen Helm gebastelt. Cool, ich habe leider nichts, womit ich das machen kann. Mushroom Garden. Okay. Aha, wir brauchen diesen scheiß Holz. Dings da. Ich habe auch eine Schaufel gebaut. Cool. Oh, Water Container. Hast du noch Ahornschalen? Warte, ich glaube. Ja, 3 Stück. Warte mal. Perfekt, weil 3 bräuchte ich. Dann komme ich noch mal kurz raus zum Feuer. Ich schmeiß die hier neben dem Lagerfeuer raus. Dem Lagerfeuer. Ja, ich bin da. Eine. Achso, habe ich nur eine rausgeschmissen? Ja. Achso, ich dachte, ich mache gleich alle. Jetzt habe ich 3. Cool. Und durch das Essen, glaube ich, habe ich mich auch jetzt ein bisschen geheilt. Du auch? Ja, ich hatte aber mir auch Dings gemacht. Verbannt, ne? Ja.
Dann bin ich mal so frech und esse nochmal was. Was ist das denn? Das ist schon wieder die nächste Ameise. Was brauchst du da? Ein Wassercontainer. Ah. Gibt es Gartenzäune, die man bauen kann? Wim. Water Container ist empty. Warum ist denn da... Ach, da. Ah. Oh, man kann einen Mushroom-Garten bauen. Ja, das habe ich doch schon gesagt. Achso, habe ich dir nicht zugehört. Storage. Aber wir können nichts mehr bauen, ne? Wir brauchen noch mehr Ahorn. Vielleicht sollte man nochmal zum Baum gehen, ne? Hm. Da haben wir ja gut Sachen gekriegt. Und ich hätte gerne mal so einen Hammer. Ja, ich würde aber gerne erstmal noch irgendwie einen Storage-Dings bauen. Was brauchen wir für einen Storage-Dings? Ja. Charles Chest, da bräuchten wir Ahornhüllen. Aber wir können auch erstmal hier noch so ein Basket bauen. Das kriege ich hin. Verkackte Steine müssten doch hier eigentlich überall liegen. Oh, ein riesiges Schneckenhaus. Unbedingt einen Hammer haben. So, da kommt ziemlich Zeug reinpacken und dann schleppen wir nicht so gut und so. Ich weiß auch gar nicht, ob wir so ein Gewicht-Thema haben. Irgendwas kommt auf unser Haus zu. Was ist das? Ich weiß es nicht. Lava. Larven. Die sehen aber eklig aus. Hast du eine getötet? Noch nicht. Oh, die springen ja. Ich bin fast tot, ich muss weg. Ah, ich bin tot. Ah, ich muss weg. Ah, die springen, die Viecher. Ich hatte sie fast tot. Wir brauchen eine Tür, das ist das Wichtigste. Ah, du hast eine, da kommt noch eine Ameise. Someone help me. Heinrich, oh nein. Ah, die andere Larve. Die Ameise hat unser Feuer kaputt. Scheiße, das Feuer muss nach innen. Es ist wahrscheinlich das Fleisch, was drauf ist. Das lockt die an. Dann ist es das Feuer. Wieder was dazugelernt. Und wieder tot. Ich habe mir erst einen Ameisenhelm gemacht. Oh, scheiße, Baby. Ja, und die Larve ist auch noch da. Die kämpfen gerade gegeneinander. Und wieder sind wir gestorben. Ja, Mathilde ist gerade nicht da, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das dauert mit dem Kind. Ist ja eh noch dunkel. Die sind gestorben. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Break und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like oder einen Kommentar und ja. Conan im Garten. Gut, mal gucken, was in Folge 3 passiert. Ich bin gespannt. Haut rein. Ciao.